Mangerelis, Fragezeichen, Jaui, Profit. Fragezeichen, Profit. Lass er uns direkt abdenken, alle sind dann dort. Und wenn das Ding boom geht, sind alle auf einem Platz, wenn es boom geht. Und das ist dann meistens den maximalen Kollateralschaden. Ja, unfreiwilliger Cut. Warum? Weil Skype mal wieder eine Bitch war. Und ich habe wieder zu viel geraged, deswegen habe ich wahrscheinlich wieder die NSA mir die Kabel abgedreht. Die haben uns zugehört, die haben gesagt, die haben vor, das auf YouTube hochzuladen, ne? Meinungsmacher und so. Ja, voll. Voll politisch. Das sind drei Leute, drei Käufer, die uns absprechen. Ja. Die gar nicht. Oh, und ehrliche Meinung sowieso nicht. Ja, und wie kann ich das wagen, gegen die heutigen Publisher zu wettern? Oh, die heiligen Kühe angreifen. Boah. Da wird Apu ganz böse. Nein, ist wirklich so. Nein, wie ich vorhin gemeint habe, irgendwie das Ganze mit den sofort lizenzieren und immer noch schneller raus. Und ja, heute in Japan, morgen bei uns in Samuelcast. Die haben gar keine Chance. Das kann nur auf einen totalen Crash hinarbeiten, weil du hast ja nicht einmal mehr die Chance als Konsument, dir überhaupt eine Meinung zu machen. Bevor du die Dinger überhaupt in der Hand hast, sind die erstens einmal schon wieder aus dem Massengeschmack draußen, also aus der Hype-Schiene. Und die Publisher haben von vornherein keinen Plan, hauptsächlich schnell. Deswegen wird quasi die Verarbeitung jedes Mal beschissener, wo alle immer groß sind: Nein, die Verarbeitung ist super! Und ich jedes Mal sage: Entschuldigung, hey, ich kann wissenschaftlich beweisen, dass euer Synchronik gut ist. Ich habe es in einem Video schon bereits erklärt. Das sollte ich wirklich mal, falls sich wirklich mal ein paar Leute wirklich dementsprechend aufführen, sollte ich es wirklich mal absichtlich mal machen. Aber hätte keinen Sinn. Warum? Weil egal, was du denen für einen Sinn bringst, egal, sogar, hey, wenn du sagst, da ist der Beweis, da bitte sehr. Den gibt es eigentlich gar nicht, den Beweis. Nein, weil die würden sie einfach ignorieren, weil du bist ja nur einer, der das, egal wie stichhaltig die Sachen sind, was du sagst, das ist komplett scheißegal, weil nur die Publisher, ist anbetungswürdig und das ist komplette Volksverblödung und natürlich alle sind happy momentan und denke, das hatten wir alle schon einmal. Das hatten wir vor 10 Jahren schon einmal, wo alle so und so happy und die genau die Wort für Wort dieselben Aussagen tätigen. Einfach nur weil wir haben zu viel Panik, zu viel Angst, dass womöglicherweise der Publisher aufhören könnte, uns seine Ware ins Gesicht zu werfen. Ob wir es dann kaufen oder nicht, ist uns scheißegal. Weil es ist auch was, worauf die Publisher immer so komisch sind, weil sie meistens immer dieses Ganze, wir kaufen, wir lizenzieren und dann jubeln zwar alle, aber die Verkaufszahlen sind trotzdem scheiße. Aber das juckt anscheinend niemanden, bis sie dann pleite sind anscheinend. Und das hatten wir doch schon mal. Ja, so ist... Das wiederholt sich und irgendwann mal werden sie es büßen. Beziehungsweise wir werden dann letzten Endes büßen. Letzten Endes. Naja, was sollst du machen? Du kannst es nicht beeinflussen. Punkt. Eben. Nee, wie gesagt, mehr als. Wie gesagt, aber ich möchte auch nicht derjenige sein, der die Schnauze an der Wand hält. Und du hast derjenige halt, du hast Gottes aber nie was gejagt. Doch, ich habe an der Wand passiert. Ich habe seitdem ich im Internet herum so, und das ist seit Anfang der 2000er. Ich habe über 10 Jahre lang gesagt: Leute, hört auf, mit so blöd zu sein. Und ihr alle sagt: Wir sind gerne blöd. Blöd ist cool, weil blöd poppt gut. Sag ich: Hä? Und jetzt nicht denken, dass diese Aussage nicht da aus mir so einfällt. Die habe ich oft bekommen auf Foren. Und so, super, yeah. Und dann sagst du, okay. Und mehr Starspruch ist was. Dann sehen wir uns in 5 Jahren nochmal. Dann schauen wir, wie es dann ausschaut. Und bis jetzt hat noch kein einziger nach dem ersten Jahr mehr sich rückgemeldet. Geschweige denn, ist noch dabei. Ist jedes Mal dasselbe. Das sage ich auf Cons, das sage ich im Internet, das sage ich, wenn ich jemanden treffe auf der Straße. Okay, schauen wir, was in den nächsten 5 Jahren ist. Und es ist jetzt noch keiner die ersten 2 Jahre überlebt. Nicht einmal ein Jahr meistens, wie gesagt. Yep. Und wie gesagt, zum Beispiel, ja, es hilft nichts, den Leuten etwas zu erklären, wenn sie die Erklärung gar nicht haben wollen. Wir sind alle auf dieser Hardcore-Sektenschiene. Wir machen alles richtig, solange wir nichts Falsches machen.
Quasi alle sind auf der gleichen, also wir alle sind Freunde, kommt rein. So quasi, oh, wir hüpfen alle im Kreis herum und jubeln und frohlocken und jubilieren auf der Blumenwiese voller Glasscherben. Und dann fallen die ersten um und dann denken sie sich, ja, die waren halt eben keine richtigen Fans. Nein, das sind einfach die ersten von den Idioten, die umfallen. Und das Traurige ist eben, dass die pinkeln jetzt gerade eben wieder ins Schwimmbecken, wo eben auch die Jungen reingehen. Und dann wundern sie sich, dass die Jungen angepisst sind. Und dann werden sie sich wieder fragen, oh, warum kommt die neue Generation daher und kommt schon mit einem riesengroßen Hass auf uns zu? Yeah, die haben echt zugeschaut, wie ihr vom 10-Meter-Brett ins Becken gepisst habt. Da werden einige vorher zu euch gehen und sagen, ey, Alter, was geht? Oder aufs Maul? Oder du, gell, bitte nicht. Na ja, ich glaube kaum, dass da die meisten Jungen so eloquent sind, dass sie das sagen werden. Wie gesagt, und dann fasziniert mich also, was ja, ich habe nicht verstanden, warum die jetzt auf einmal die nächste Generation uns so abweist. Okay. Natürlich, weil ich glaubt ihr, dass die Kinder von die auf diesen Zug mit aufspringen wollen, keine Augen im Kopf haben? Oder dass alle automatisch eine 0815-Niveauschiene mitverfolgen werden? Na, weil es ist genauso wie jedes Mal. Am Anfang ist diese Schiene, wo alle, ja, alles ist super, alles ist geil, aber das schlägt dann irgendwann dann wieder um, weißt du, weil die Welle kommt raus aus dem Meer, aber sie muss auch wieder zurück ins Meer. Und dann huckt sie wieder auf den Trockenen. Und dann wundern sie sich wie alle, ich würde so lachen, wenn 2017 oder so herum, wieder alle, oder 2018 herum, wieder alle Publisher anfangen zu jammern, oh, wir sind pleite, oh, wir sind so arm, kein Mensch kauft unsere Sachen. Und dann sage ich, bist du super Buschi, hey, willst du einen Lutscher haben, dann leck den Türknauf. Ja, ich muss ja auch sagen, die meisten, die im Moment kaufen, sind ja das nicht unbedingt die Leute, wo ich einstelle. Also ich, bei weitem, ich möchte jetzt nichts gegen alle Leute sagen, ne? Nochmal, das muss man ja immer wieder erklären, ne? Ja. Damit man ja nicht irgendwie irgendjemanden, der da draußen jetzt zuhört, angreift. Ja, aber es ist Ich immer meine der nur, dass es Falsche, es ist immer viele. genau der, wo es, ich mach das nicht, warum fühlst du dich dann Genau. betroffen? Es ist immer Ja. dasselbe. Auf jeden Fall, die so viele Leute, die halt die ganz starke Kaufkraft im Moment sind, schätze ich halt so ein, dass die in den nächsten 2, 3, 4 Jahren eben halt erwachsener werden. Ja, ich meine, das habe ich auch durchlebt. Das hat jeder durchlebt irgendwann. Und sich dann zu dieser Moment kam. Ich hatte zum Beispiel auch 1, 2 Jahre, wo ich keine Manga gesammelt habe. Das gab's. Das war einfach so ein Pausemoment. Den haben viele. Das habe ich schon oft gehört. Und weil man halt auch andere Sachen zu tun hatte in dem Moment, ne? Ich hatte zum Beispiel mit dem Studium viel zu tun und mit der neuen Arbeit. Das war erstmal einfach alles wichtiger, weil es halt um, ja, Überleben ging. Und Hobby war erstmal so Nebensache. Ich habe mir da, glaube ich, das war eher so meine Gamerzeit. Bin heimgekommen, habe was gezockt, ja, habe weniger gelesen, weniger geschaut. Und ja, der Punkt ist halt einfach, dass es halt auch viele gibt, die erstens dieses eine oder diese 2 Jahre auf jeden Fall erleben werden. Das heißt, da wird erstmal von den Verlegen und von den Firmen an sich nichts gekauft. Das heißt, die haben da definitiv einen Schwund, den sie bald zu spüren bekommen werden. Und außerdem gibt es auch Leute, die irgendwann mal sagen: Ach nee, Anime und Manga, das war meine Jugend, ich bin jetzt viel zu alt dafür, ja. Das ist alles nur noch Kinderkram oder so, ne? Ja. Das schaue ich nicht mehr an, weil andere, die machen andere Sachen, die gucken dann so erwachsene Sachen wie Game of Thrones und so Sachen und die, vor denen traue ich mich nicht mehr so jetzt meine Anime-Manga-Leben auszuleben. Das heißt, ich gehe halt eher auf diesen Freundeskreis oder auf diese Geschmäcker drauf zu, was ja auch okay ist, ist ja für jeden selber bestimmt. Aber ich sage einfach, dass die sich dann irgendwann mal wandeln, ihre ganzen Manga wieder verkaufen, die Manga-Börse wird voll sein mit gebrauchten Sachen. Ich sehe es kommen, dass dieses Ding, also diese Ta Sache in den nächsten 2, 3 Jahren passieren werden und Nee, dann gibt es einen Schwund. die passiert jetzt gerade. Ich glaube gar nicht, wie viele Foren und wie viele Ecken in Facebook alleine und auf anderen Ecken ich schon mir jetzt wieder aufpoppen sehe, verkaufe meine Manga-Sammlung. Ja, brutal, ne? Also Das in Facebook extrem, da gibt es momentan fängt bestimmt es wieder 30 groß an. verschiedene. Ja, Ja. das fängt jetzt wieder groß an. Und ich Ja. meine, was sind das für? Wer glaubt dir, das mache ich nicht gerne übers Internet, das gehe lieber zu den ganzen Conventions und zu solchen Treffen, wo irgendwelche Publisher und Vertreter dort sind und mit denen persönlich zu reden, weil dann das ist einfach direkter, finde ich.
wenn sie in diese Fragen direkt stellen, da können sie nicht quasi mit ihrer bürokratischen Sachen, mit ihren Sekretärinnen arbeiten, mehr oder weniger, oder wenn sie Ja, nicht. gut, aber wie gesagt, ich war jetzt noch nie intensiv. Ich war einmal auf einer Con, aber ich habe es von einem Kumpel gehört. Er war beim, was war es, ich glaube, Kase, beim Tokyo Pop Stand, und er hat gesagt, er hat das Gefühl gehabt, er hat mit einem Computerstimme geredet, weil die irgendwie im Grunde so irgendwie die gleiche Platte im Plattenspieler gehabt hat Ja, und das habe ich einfach auch schon oft, ja. immer so das Gleiche rausgeplaudert. Und er hat dann halt so gesagt, ne, hat eher das Gefühl gehabt, als wollte die mir irgendwas andrehen, anstatt dass ich mit der Ja, über du musst was aufpassen, wen rede. du vor dir hast. Wenn du meistens nur die Standcrew hast, das sind meistens nicht einmal Leute, die was für den jeweiligen Publisher oder für den jeweiligen Verlag arbeiten, sind meistens nur Vertretungen, die nur für die Conventions da sind meistens oder die nur ganz tief unten in irgendwelchen Büros arbeiten, mit den eigentlichen Sachen nichts zu tun haben. Am besten, wenn du dann Ausschau haltest nach wirklich Leuten, die wirklich was zu sagen haben, vielleicht wenn der Verleger dort ist. Die tauchen ab und zu auf, nicht immer, aber ist ab und zu dabei, also. Ja, hast du dieses, ich habe, ich glaube, ja, genau, hab ich's dir nicht geschickt, dieses eine Video, wo Nino Taku durch die Leipziger Buchmesse gewandert ist, und dieses eine Interview mit dem, war es Kase? Ich bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall mit dem Oberchef, wo Nino dann so fragt, ja, was ist denn euer bester Manga oder bester Anime, den er jetzt so zur Zeit im Gepäck hat. Er wollte halt wissen, wer halt so den besten Kram hat, so von den Verlegen und den ganzen. Und dann meint er so, ja, zur Zeit wird es Dings sein, wie heißt es nochmal, Seven Deadly Sins, ne? Und ja, worum geht es denn darüber? Ja, also es ist so, das ist viel Action, und es geht halt um Kämpfe, es ist so ein fantastisches Mittelalter, und da ist auch ein Schwein, das kann sich in Sachen verwandeln, aber er will jetzt nicht zu viel verraten. Und ich denke mir nur so, okay, das ist deine Plot-Erklärung zu Seven Deadly Sins. Ein Es gibt Schwein, ein das Schwein, Schwein, das. das sich in was verwandeln Ich kann, habe das aber er will Schwein. nicht zu viel vom Plot Ich verraten. habe nie eine Verhandlung gesehen, also okay. Ich denke mir so, das ist deine Erklärung für den Plot. Okay. Okay. Und da sagen mir die Leute, dass ich halbarschige Aussagen bei meinen Videos mache. Ja, Naja, da habe egal. ich einfach nur gedacht, also der hat ja echt gar keine Ahnung davon gehabt. Also, aber null. Und das ist halt das, was ich so schlimm finde. Persönlich muss ich sagen, Du ich musst bin. doch wissen, was du frisst. Du musst doch wissen, was du. Nee, gerade dann wäre es lächerlich, weil, sagen wir so, in dem Sinn verstehe ich es sogar fast, weil ich finde, dass man dann, sei lieber ehrlich und sagt, du, ich verkaufe die Sachen, weil sie gerade beliebt sind. Wenn sie wenigstens die ehrliche Schiene fahren würden, dann wäre es super. Weil ich kann nichts anderes sagen als du, Herr, es gibt nichts Schlimmeres als ein Fan, der was Fanartikel verkauft. Warum? Weil ein Fan niemals darauf schauen wird, ob irgendwas gut ist, sondern der wird immer noch auf seine Fanschiene abfahren. Nee, Und das treibt dann habe nur ich jetzt das. gar nicht. Ja, klar, das habe ich jetzt, das stimmt, das stimme ich dir zu. Das meinte ich jetzt auch gar nicht. Deshalb Ich finde ich meinte halt. das ganze Fan-Getue, wo ich dann bei den ganzen Publishern sage, die sind alle die größten Fans. Lass das, Kinder, lass das bitte. Hat Miyazaki ja auch gesagt, ne? Es kauft, ja, nicht mehr er. Hat auch Osamu Tezuka damals, bevor er gestorben ist, gesagt. Genau. Also, das haben die alle schon vorher, Jahre, Jahrzehnte vorher gesagt. Aber wie gesagt, schau her, wenn ihr schon was verkauft, seid wenigstens so ehrlich und gebt gerade Aussagen, die in eurem Bereich fallen. Ihr müsst euch nicht darstellen wie die größten Fans, ihr müsst euch als Verkäufer, ihr müsst euch das als das darstellen, was ihr seid. Ja. Und das ist Publishen. Publisher haben nicht die Aufgabe, Fans zu sein. Wenn ihr Fans seid, okay, aber macht es nicht so auf einer künstlichen Schiene und treibt es nicht so in die Ecke, weil das Einzige, was ihr damit macht, ist die Leute vergraulen. Genau richtig. Aber Das das ist verstehen sie nicht, weil die glauben alle, dass sie sich wie die größten Hype-Fans aufführen müssen, ganz einfach nur, damit die Kinder sich verstanden fühlen. Das schlägt aber nach kurzer Zeit ziemlich stark um, weil du kannst es nicht jedem recht machen. Damit verbaust du dir mehr, als wenn du dich nicht in diese Ecke stellen würdest. Also ich verkaufe die Sachen. Ich habe nur die vage Ahnung, was es ist, aber ich verkaufe die Sachen. Warum? Mir ist es wichtig, dass ich die Sachen verkaufen kann. Wenn du das sagst,
habe ich kein Problem damit. Aber die meisten sind eben so, na, wir sind die voll mega super, hyper, duper. Die machen das gleiche wie Viva und MTV kurz vor Schluss. Quasi sich hinstellen und die wissen von allem und jedem und alles und überall die Fans. Wir kennen und wissen alles. Wir sind voll mit euch dabei, was die, quasi auf Verständnis zu spielen. Das ist die gefährliche Schiene dahinter, leider. Ja, das ist halt dieses Heuchlerische. Das mag ich halt auch wirklich bei diesen ganzen Interviews halt auch nicht. Tut nicht so, als wie ihr habt die Serie gesehen, wenn ihr wirklich keinen Blassen von dem Ding habt. Ihr verkauft die Dinger, das ist wunderbar, okay. Ich will das ja auch, dass ihr das verkauft. Ich will ja auch, dass ihr das hier zulande anbietet, damit ich das auch kaufen kann, damit ich es auch selber lesen und erleben kann. Ja, aber ich will nicht, dass ihr so tut, als wie ihr hättet eine unglaubliche Ahnung, weil das ist einfach peinlich. Siehe eben ein Schwein, das sich verwandeln kann, aber er will nicht zu viel vom Plot verraten. Sorry, aber das ist halt einfach lächerlich. Und dass derjenige dann halt auch in den Kommentaren unten sein Fett abkriegt, ist ja wohl, also so klug kann man, glaube ich, sein, dass es das ziemlich eindeutig ist, dass das passiert. Und zu Recht, meiner Meinung auch, weil das ist einfach peinlich und heuchlerisch. Sorry, aber ich finde einfach, du solltest wenigstens, weil er tut, er hat halt so wahnsinnig. So dieses krasse Getue an sich gehabt, was ich halt einfach auf Tod nicht ausstehen kann. Das ist einfach so, ah, das ist gleich nach Pest, so nach dem Motto. Ey, es ist doch, Staubsaugervertretermäßig. ja, genau so, ich hab so viel Ahnung und so, ja, und ja, und das wird eh das Beste. Ja, warum wird es das Beste? Erklär doch mal, warum Es das Werk, was du verkaufst, warum, ist genauso wie. verkauf's mir Es bitte, ist so wie ich will diese das. ganzen postapokalyptischen Society-Geschichten. Wir sagen, dass wir die Besten sind. Warum? Weil wir sagen, dass wir die Besten sind. Ja, Warum? Weil wir warum? sagen, dass wir die Besten sind. Genau, Es ist ich ja will doch wie. nur, dass du mir den Shit verkaufst. Du kannst mir Ja. doch wenigstens einen positiven Punkt in diesem Manga sagen. Warum sollte ich mir diesen Manga kaufen? Es gibt so viele andere. Warum genau diesen? Warum? Ich kaufe mir den bestimmt nicht wegen einem Schwein, das sich verwandeln kann. Sorry, aber da muss noch ein bisschen mehr kommen. Und das hat ja auch mehr. Man muss ja auch dazu sagen, Seven Deadly Sins ist geil. Aber es wird nicht erklärt durch ein kleines Schwein, das sich verwandeln kann. Sorry, aber das ist echt lame. Und Wie gesagt, das ist kein Verkaufsgespräch. nein, weil es ist irgendwas, was alle so falsch verstehen bei diesem Ganzen. Sie versuchen, den Leuten dieses Verständnis rüberzubringen, weil sie keine Ahnung haben, wie das Ganze funktioniert. Du wirst kein Fan, weil du andere Fans kennst. Du bist Fan von etwas, weil du es haben willst, weil du dich verstanden fühlst, weil dir etwas gefällt. Aber und dann alle versuchen, ist quasi daraus irgendwie ein großes Ding zu machen. Die wollen mehr eine Religion draus machen, als dass sie wirklich eine Fanbase. Deswegen funktioniert es bei uns auch nicht. Weil ich jetzt vor kurzem mit Leuten gefahren, die zum Beispiel in Mexiko waren, bei einer größeren Convention. Läuft 100 zu 1 nicht so ab wie bei uns. Weil da Ja, gibt das es kein ist so ein künstliches viel geplanter. Herumgehäte oder Verkaufsgewichse, wie es jetzt eben hier bei uns ist. Ja. Warum? Die brauchen das gar nicht. Die müssen nur hingehen, die stellen sich hin, ich verkaufe das. Bim. Ende. Warum? Die Leute gehen hin und kaufen. Was bei uns aber eben das Ganze ist, dass sich alle diesen komischen Verkaufswahnsinn hingeben. Sowohl die Publisher als auch die Kunden. Einfach nur quasi, wir müssen alles im Teleshopping-Niveau machen. Schön blöd. Je blöder, umso besser, weil unsere Kunden blöd sind. Das ist das, was ich jedes Mal den Leuten erkläre. Hört auf, diesen scheiß Thomas-Brezina-Effekt zu treten. Wer Kinder wie Idioten behandelt, das rächt sich, die werden älter. Ja, Tiger-Team. Ungefähr so. Wir hatten das mehrfach. Ich brauch mir den Manga-Club anschauen, was wir auf RTL 2 gehabt haben. Wer Tom's Dick schafft. Und die meisten kennen diese Sachen gar nicht mehr. Warum? Ich bin ja erst seit 2 Jahren dabei. Und ich Oh weiß Gott, schon der Manga-Club, alles. ja. Ja, oh Gott, wie hieß es auf RTL 2 nochmal? Es hat doch. Es gab mehrere. Die meisten wissen gar nicht einmal, dass Jetix sein eigener Fernsehsender mal war. Aber egal. Ja. Aber bei Manga-Club, das war eine Abspaltung vom Togo-Club damals. Ja, genau. Weil das Irgendwie, oder? Lustige ist nicht das. Ich glaube, dieses ganze Segment, das ich dann extra aufnehmen muss, weil irgendwo hinten dran poppen als Teil 3, weil das passt jetzt voll immer zu den Sachen dazu. Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob wir es jetzt nicht einfach sein lassen sollen, weil wir spalten gerade so ab und wir hatten es eigentlich von Frankenfran. Ja, ich weiß gar nicht, sollte das irgendwie Boah. separat aufnehmen oder sollte es irgendwie als Teil 3 rausgeben? Ach, was, die klatscht es einfach hinten mit einem in der Mitte oder zwischen. Wie du Wow. willst, du bist der Herrscher. Wieso? Ich stelle es nur online. Ich kann nicht beeinflussen, was du sagst. Ich kann es nur rausschneiden. Das stimmt.
Aber hätte keinen Sinn, dass wir so klingen, wenn ich den ganzen Tag mit mir selbst reden darf. Was Aber ich zum Glück meistens sowieso tue, also was soll's. sage ich ja nur gute Sachen. Ja, hoffen Immer. wir es, hoffen wir Ja, es. immer. Ja, hoffen wir es. Ja, ist ja einfach so geplant, dass ich schon immer. Die Zuhörer werden die Juroren sein, die das bestimmen, ob du was Gutes Ach gesagt Quatsch, ich hast. spreche fürs Volk. Das wissen die nur noch nicht. Du sprichst fürs Volk. Ave Cäsar. Ja, genau, so. Das bräuchte aber so quasi so. Der So Manga Cäsar. ja, Cäsar-Manga, Genau. jawohl. Das müssen wir so mal besprechen. Warte mal ganz kurz. Das machen wir beim nächsten Mal. Frankenfran. Wer auf Gore steht, warum habt ihr Frankenfran nicht gesehen? Wer auf geile medizinische Erklärungen steht, mit einem leichten Edgy-Faktor und sehr viel Horror, vor allem Body-Horror in dem Fall. Weil da sind einige Sachen. Wow, also wirklich sehr viele Horroranspielungen drin, auch für Filme und auch andere Sachen. Auch lustig an einigen Stellen. Wie gesagt, also nicht für jeden Geschmack. Ich würde mir wünschen, dass so etwas in der Richtung zumindest einmal wieder als Anime kommen würde. Und dann diese ganzen Wischiwaschi-Sachen. Aber wie gesagt, wir sind hier in Europa und ich glaube kaum, dass irgendjemand aus Japan uns zuhören würde. Wie Der auch. würde uns wahrscheinlich gar nicht verstehen. Erstens einmal das, zweitens einmal würde es nicht interessieren, weil, wie gesagt, der europäische Markt ist, glaube ich, einer der belanglosesten in Bezug auf Anime und Manga, was man sich vorstellen kann. Da würden zwar einige mir widersprechen, aber wenn man die Zahlen genau mal analysiert, wir sind ja nicht unbedingt so die Bringer. Also ich würde sogar so schon so weit gehen und würde einfach nur den deutschen Markt antippen, weil europäisch grenzt ja dann auch französischen Ja, und der den ist. englischen Markt ein und die sind wirklich besser. Ja, sogar der italienische Markt ist größer als unsere Oh anscheinend. ja, oh stimmt, und haben unglaublich interessante Titel. Gerade auf die Italiener bin ich teilweise sowas von neidisch, wenn ich jedes Mal denke, boah, geil, der Manga war cool. Welcher Mangaka ist das? Ich schaue im Internet nach, was hat denn der noch gemacht? Oh, das würde mich auch interessieren. Immer grundsätzlich italienischer Release. Und ich denke mir nur so, warum habe ich nicht italienisch gelernt? Ja, ungefähr so, ja. Oder wenn man bestimmte Teile von Animes bei uns findet oder bei Mangas findet, was man dann in Frankreich bekommt, weil eine Spin-off-Serie von zum Beispiel so Blame zum Beispiel oder dieses Blame Gakuen zum Beispiel, also die Schulversion, diese Schul-Comedy-Version von Blame, Ist gibt es nur in bescheuert, Frankreich. herrlich. Ja. Warum? Warum nicht bei uns? Ist hat sich nicht gut verkauft bei Kreisen. Ne. Super, danke sehr. Oh mein Gott. Und dann wundern sie sich hinterher, warum Leute angepisst sind. Das ist faszinierend. Ja, oder absteigen, ne? Also du kannst die Leute nicht. Ich kenne das schon aus vielen Sachen. Ich meine, Tokyo Pop hat sich's auch geliefert gehabt mit diesem Angel Palaberum, oder sorry, wenn ich es jetzt falsch ausspreche, ich habe das selber nicht mehr so im Keine Ahnung, was Kopf. das ist. Das war, glaube ich, so eine Art. Hat das was mit Mechas zu tun gehabt? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, auf jeden Fall war das auf jeden Fall was. Und die hatten zwei, drei Bände, hatten sie, glaube ich, draußen. Und ja, dann war es halt auf einmal so, dann haben sie Lizenzprobleme gehabt. Und ich habe also gedacht, ja gut, kann ja halt mal passieren. Und dann ging das so eine Weile und dann haben sie irgendwann einfach wie so eine Art Newsletter geschrieben, wo sie gesagt haben, sorry, wir haben alles Mögliche versucht, aber es ging nicht und deswegen wird es jetzt gedroppt. Und ich denke mir nur so, Bei okay. solchen Aussagen habe ich andauernd dieses Bild von den Simpsons, von dieser Backstory von Flanders und seinen Eltern. Bitte helfen Sie uns, wir haben keine Ahnung und haben nichts versucht. Ach so, ja, genau. Ich Bäm. frage mich halt, ja, ob ich so denken soll. Aber der Punkt war halt, dass halt wirklich original 3, 4 Tage später eine Aussage auf Facebook oder war es nochmal ein Newsletter? Weiß es gerade nicht mehr. Kam auf jeden Fall und es wurden neue Lizenzen gekauft und zwar, rate mal, von Yaoi Manga. Und da wurde ich dann ein bisschen stinkig. Da habe ich mir dann so gedacht, okay, ich glaube, ihr wolltet jetzt einfach nur irgendwas, was sich nicht so gut verkauft habt, weg vom Fenster machen. Selbst wenn es Leute gibt, die es kaufen und die Bock hätten, das Ganze noch zu vollenden, weil ich glaube, das Ding hatte nur 5 Bände, das heißt, es wären nur 2 noch gewesen. Also wäre machbar gewesen, so gesehen. Dann haben sie neue Yaoi-Manga-Lizenzen gekauft. Und da habe ich dann halt irgendwo gedacht, ey, denkt ihr eigentlich mal nach, bevor ihr sowas macht? Ich meine, das ist ja wirklich mal so ein wirklicher Knarre an den Kopf gehalten für den Fan von diesem anderen Manga. Das könnt ihr doch nicht instant ein paar Tage später dann nochmal
announcen. Hab doch ein bisschen Mitleid mit denen. Also, das geht ja mal Nee, gar nicht. das ist eben Also, das Ganze. Auf der ja, einen natürlich, Seite es ist ja alles nur nach Verkaufen. Fan schreien und am Ende halt nur Verkäufer sein, ist natürlich logisch, dass sie das machen. Ja, das ist Aber wie logisch. Aber gesagt, es hat mir persönlich als ist Manga-Sammler hat es ja, mir wehgetan. Sehr. als wirklicher Sammler und als wirklicher Fan bist du natürlich gegen ins Knie gestoßen, ist klar. Aber eben, die wollen Geld verdienen. Ist ja auch logisch, die müssen ja auch irgendwie Geld reinbringen ins Haus. Ist ja auch verständlich. Haben Das sich aber wollen. so viele beschwert, dass ich mir nicht vorstellen Ja. kann, dass es Schau irgendwie her, wenig verkauft wurde. Logik kannst du nicht einbauen. Das sind alles Leute, die das nicht sehen. Die glauben immer nur quasi, wir gehen auf Statistik und da ist unsere Leitschiene und das ist unser Plan auf diesen großen Universaltafeln, mit dem man immer mit diesen Filzstiften anmalen kann. Was mir die heißen? Ja. Ist ja Universaltafeldinger da. Und das ist unser Diagramm. An dem Diagramm ist der Punkt, da ist der Punkt. Und wir haben diese Kurve nach unten. Und wenn diese Kurve nach unten geht, geht's schlecht. Aber wenn wir das machen, geht die Kurve nach oben vielleicht. Und deswegen machen wir die Kurve nach oben. Weil die Kurve nach oben ist gut. Wir haben keine Ahnung, warum wir diese Kurve nach oben haben sollten. Aber es ist supi. Also es ist wie die arbeiten auf dem Level von die Unterhosentrolle von South Park. Okay. Erster. Manga-Release! Genau. Fragezeichen! Yaoi! Profit. Fragezeichen! Profit! Das Einzige, was wir uns erklären Also können. wir kaufen Manga-Lizenzen. Okay. Und was macht ihr dann? Dann machen wir. Und dann Profit. Ja, ungefähr Moment, so, halt, ja. stopp. Was habt ihr nochmal? Also wir kaufen Manga-Lizenzen. Ja, das ist Punkt 1. Genau. Punkt 2 ist. Punkt 3 Profit. What? Wo war Punkt 2? Ja. Also nochmal. Es Punkt sind 1. große Firmen. Ja, es ist einfach so, weil es sind Genau. große Firmen sind und große Firmen machen nur Profit. Wie? Ja. Keine Ahnung. Wir sind hier in Kärnten. Das sind Fuck die eigentlich Magier, Hypo-Vereinsbank. oder? Es ist ja sehr magisch eigentlich, ne? Ja, So. voll magisch. Es ist voll Ja, das wuh. ist. Nee, aber das ist das Problem dahinter, was die Leute nicht verstehen wollen. Ihr pinkelt denen, euren treuen Kunden, die euch einen soliden Eintrag bringen, pisst ihr gegen das Knie und wundert euch, warum sie euch den Finger zeigen. Aber ihr geht auf die jungen kleinen Dinger, die meistens sowieso kaum Geld haben und die Sachen meistens sowieso im Internet lesen. Aber ja, die kaufen, weil Teenie Girls sind die treuesten Kunden ever. Und dann schaust und dann mal, habt ihr jemals, und das ist etwas, was ich schon so oft gesagt habe, dass ich jedes Mal eigentlich normalerweise nicht einmal mehr was sagen müsste, sondern einfach nur mit einem großen Hammer, mit der genau aufgedruckten Schrift rübergehen sollte und dass ihr das einfach nur auf den Schädel rücken sollte, normalerweise jedes Mal. Habt ihr jemals gesehen, dass irgendeiner bei diesen ganzen Verkaufsdingern im Internet, bei den ganzen Facebook-Gruppen, bei den ganzen E-Mails, habt ihr jemals gesehen, weil irgendeine Teenie-Tussi nach ein paar Jahren ihre Manga-Sammlung, unter Anführungszeichen, diese ganzen 8 Mangas, die dort in das mein megamäßige Manga-Sammlung. Ja, nur noch die, wenn nur noch die behalten, die hübsche Farbseiten haben. Ja. Und ja, weil es schön bunt ist. Habt ihr da jemals gesehen, dass da alle einmal eine komplette Manga-Reihe fertig gemacht haben? Schaut euch einmal das an. Und ganz so, ihr. Es ist quasi. Gut, kommt das hier an. Moment, das ist jetzt aber eine Aussage. Das ist ja jetzt wirklich nicht schwer bei Yaoi-Manga, die teilweise nur in zwei oder drei Bänden abgeschlossen sind. Das kriegen Ja, die aber glaub mir, ich habe so viele gesehen, wo du sagen kannst: Entschuldigung, ich hab's Band 1 und Band 3. Wo ist Band 2? Ich habe ihn nie gekauft. Warum nicht? Wollte nicht haben. Und das war, siehst du bei eBay, das siehst du bei Willhaben.at und dann wo sind immer so ein, zwei Bände von einer achtbändigen Reihe. Und dann denkst du so, wo ist der Rest? Ich habe ihn nie gekauft, habe ich aufgehört. Und das hörst du nur durch die Reihe. Also, wie treu sollen solche Kunden sein, auf die ihr so, weil die sind viel zu sehr besessen, neue Kunden anzuwerben, anstatt dass sie die Kunden halten würden, einmal, die sie bereits haben. Weil quasi, wenn ich habe bereits Kunden, scheiß auf die Kunden, ich will mehr Kunden, dabei laufen die alten Kunden weg. Und in dem Fall jetzt mal, seid ihr denn das wahnsinnig fette Beute? Jedes Mal. Ich will ja nicht überheblich klingen, aber das ist einfach genau diese Sache, weil die sich damit nicht, sie tun sich halt vom Firmenstandpunkt her darum kümmern, aber es halt, sie haben einfach dieses Wissen und diese Hintergrundinformationen, die eben halt solche Fans wie wir, also solche Sammler und so weiter, halt auch haben und wissen, weil sie einfach auch in der Szene ein bisschen tiefer drinstecken und gerne da drinstecken. Ja, haben wir einfach anderes Wissen, was denen fehlt. Das ist einfach so. Und das ist halt, die gehen halt nach ihrem Schema X, Firmenkram, und bei uns ist es halt Nerd- und Sammler- und Fankram.
Wenn man das vielleicht beides kombinieren könnte, Ja, das wollen sie ja nicht. Das das haben wollen sie, sie aber das nicht. haben schon so viele, inklusive meiner Wenigkeit, so oft versucht zu erklären. Aber dann heißt es nur, nee, da gibt es ganz viele YouTube- und Internetberühmtheiten, die uns genau sagen, was da coole neue Scheiß ist. Und das hatten wir damals schon in Viva, witzigerweise. Und hatten wir auch schon RTL 2 so einen Scheiß. Und jedes Mal, alle 3, 4 Jahre später, wundern sie sich, warum es nicht funktioniert hat. Und du kannst doch nur mit der Hand im Gesicht in der Ecke stehen und dich schämen für die Menschheit, dass du ein aufrechtgehender Primat bist. Für so viel Blödheit gibt es keine Worte. Das menschliche Sprachwesen hat kein Geräuschpegel. Ich glaube, nicht einmal Delfine oder Fledermäuse haben solche Töne, dass sie diese Enttäuschung preisgeben könnten. Wohl, Ich bin. ich weiß, das tiefe, dumpfe, hämmernde Grollen eines Pottwalfurzes. Aus dem Marianengraben. Genau. Das jetzt noch mit einem Schalleffekt versehen und das hat einen echten Gag-Charakter. Wenn ich das könnte, wüsste ich, wenn ich das wüsste, wie ich das könnte. Ich muss mir Furzgeräusche rausholen. Ich muss Furzgeräusche animieren. Haha. Aber ja, das ist halt, du hast es gerade eben schon erwähnt mit YouTube. YouTube hat mittlerweile so eine große Macht. Du siehst es an so Sachen wie ein Däner, den kennen jetzt vielleicht nicht so viele. Das ist ein kleines Kind, das Let's Played. Und der hat wahnsinnig viele Abonnenten und hast nicht gesehen. Und hat irgendwie in einem Video hat er mal die Aussage halt getätigt, dass er kaum noch wählen geht. Und wenn er wählt, dann wählt er die ASP, Keine Ahnung. Moment, halt, wollte ich gerade überlegen. ASP, oder was Pegida, dass er die unterstützt. Irgendwie sowas, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber sowas in der Richtung halt, hat er gesagt. Und das ist nicht gut, sagen wir es mal so, um es mal zu erklären. Und das hat er halt in die Weiten von diesen ganzen jungen Leuten, die das denen anschauen, die noch gar nicht sein Alter erreicht haben. Und die werden quasi von solchen Aussagen, weil das ja ihr Idol ist, quasi schon so aufgezogen. Und das stört mich so an YouTube, dass es halt wirklich, guck dir es mal an, allein im Anime-Manga-Bereich, ja. Es ist so schlimm, die, wo wirklich so krass gehypt werden und so. Ey, ist es mir scheißegal, zum Beispiel bei mir ist es mir scheißegal, ich brauche nicht beliebt oder bekannt oder whatever zu sein. Ich mache das einfach just for fun. Ich will gar nicht, ehrlich gesagt, auch so krass sein, weil ich könnte damit mit meinem täglichen Ablauf, Tagesablauf oder so, käme ich damit wahrscheinlich gar nicht mehr klar. Aber der Punkt ist, ich finde es so schlimm, was für Lappen da teilweise sind, die halt wirklich ein und dieselbe oder sehr ähnliche oder sehr generische, sehr unspektakuläre Meinung haben, die sie da preisgeben und dann denken, Wunder, was sie da jetzt sagen. Zum Beispiel, ich will keine Namen nennen, aber es gibt da so jemanden, der permanent seine unglaublich seriösen und krassen, sehr ernsten Manga rausholt und immer sagt, wie geil die sind, weil die so seriös und ernst sind und so weiter und erwachsen und so und er dann immer irgendwie immer sagen muss, dass er oder wenn er mal irgendeinen Manga kauft, der halt ein Edgy ist oder so, dass er immer sagen muss, dass es scheiße ist, dass es doof ist. Es geht mir so auf den Sack. Ich meine, du kannst die Meinung haben. Ich zwinge keinem auf, dass er Edgy mögen muss. Aber es geht mir so auf den Sack, dass das halt so ein Tabu ist, dass man dieser elitäre Gedanke, dass man nur noch ernste, krasse Manga lesen muss, weil das ist der Shit. Alles andere ist einfach unter aller Sau und deswegen nicht der Rede wert. Das ist einfach sowas, wo ich nicht verstehe. Warum kann man so jemanden ernst nehmen? Das ist mir fremd, weil warum sollte ich, es gibt so viele Möglichkeiten, einen Manga zu gestalten. Warum sollte ich mich auf einen Schlag konzentrieren? Das ist doch Bullshit, da verpasse ich doch Ja, 80% aber das ist davon. ja das Interessante daran. Daran merkst du halt eben, wer solche Sachen ernst nimmt, der bleibt auch nicht dabei. Der verschwindet dann auch Gott sei Dank ziemlich schnell wieder. Ja, Weil weil das auch irgendwann, irgendwann langweilig na, wird. weil er sich totläuft, ja. Oder Ja. eben langweilig. Es läuft sich tot. Und dann kannst du dann eben sagst du, hey, du, wir haben dir die Alternative geboten. Schau, da, ich sag, was ich auf jeder Convention Leute was soll. Schau her, ihr lebt in einer Schuhschachtel. In einer Schuhschachtel mit einem Loch drinnen. Und keiner traut sich aus dem Loch rauszuschauen.
Weißt du was? Und während ihr in der Schuhschachtel nicht traut, euch aus dem Loch ausschauen, springe ich auf meine Harley und fahre durch ein ganzes Universum, das von dem ihr nicht einmal glaubt, dass es existiert. Und habe meinen Spaß den ganzen Tag, weil ja, ich gehe auch mal durch den Regen. Es kommen immer wieder Sachen raus, wo ich sage, okay, das ist nicht unbedingt so meines. Aber hey, die Straße ist weit, die Straße ist ewig. Geh in eine andere Richtung, weicht der Wolke einfach aus. Ihr könnt da, aber wenn bei euch einmal die Wolke ankommt, huckt ihr in eurer Schuhschachtel, wird die Strömung den ganzen Fluss runtergespült. Und durch das eine Loch, das ihr euch nicht traut rauszuschauen, kommt Wasser rein. Und dann haben wir wieder eine Lücke in den Schuhschachtel mit ertrunkenen Katzen. Also, was habt ihr davon gewonnen? Ihr habt's ge ihr, und ihr entscheidet euch automatisch mit Scheuklappen vor den Augen, nicht nur geradeaus zu schauen, sondern es wirklich vor euch euren Augen aufzuklappen und sagen so, ich sehe nichts, ich brauche nichts sehen, weil andere sagen mir, was ich sehen soll. Deswegen, erstmal, wenn ich mit Leuten diskutiere und irgendwelche Serien von ein paar, nicht einmal von ewig lang hinter, sondern ein paar Jahren zurück, mit Diskussionen anfangen. Und alles, das haben sie noch nie gehört, wo hat es denn das gegeben? Da ist da. Da, ganz viel, ganz viel. Das Lagerhaus aus Indiana Jones Teil 1, da. Ganz viele Kisten voll mit. Hier, da. Nimm dir, was du brauchst. Du wirst niemals alles sehen können. Aber nee, das ist zu viel. Die wollen nicht. Das ist einfach so. Das sind einfach diese Leute, was gar nicht wollen. Und mit diesen Leuten sollst du. Deswegen sage ich, einige YouTuber, auch wenn sie nicht unbedingt das Beste aus der Community draus machen, finde ich ganz okay, dass sie existieren. Warum? Die mehr oder weniger spielen hier sozusagen das Flusensieb, wo sich der ganze Schlacke und Dreck abfängt. Alle sind dann dort. Und wenn das Ding Boom geht, sind alle auf einem Platz, wenn es Boom geht. Also das ist der maximale Kollateralschaden. Sorry, dagegen kann ich nichts sagen. Du, da drüben ist der Typ, der hat euch sicher gefallen, der sagt euch genau das, was ihr hören wollt. Der gibt euch genau die lockeren Handjobs, die ihr haben wollt. Geht zu dem, der streichelt euch das Gemüt, der verschafft euch euren Billigorgasmus für nichts und für nichts, für nichts zu werden. Aber von mir aus geht dorthin. Lasst den anderen Rest in Ruhe. Ganz einfach. Geht dorthin, bleibt dort. Okay? Das ist einfach, was man sagen muss. Du musst die Leute einfach nur, wenn du gehen willst, geh! Aber komm nicht zurück und fang an zu diskutieren über Sachen, von denen du keine Ahnung hast. Und das ist das Einzige, was ich nicht mag. Was keiner mag anscheinend. Das ist ja logisch. Warum sollte man sowas mögen? Dass dort irgendwer herkommt, ich habe was gehört, das ist voll cool. Ja, danke, das wussten wir schon seit 3 Jahren. Vielen Dank, Wiederschauen. Aber nur weil irgendjemand wieder mal irgendwelche Häppchen. Man hat das letzte Mal gehabt mit diesen ganzen. So, ich fang schon wieder an mit den ganzen Serien. Oh, 2009 haben sie irgendwas beschlossen und jetzt bringen sie wieder in ein Video. Oh, was für eine Panik. Eine ganze Woche lang flippen alle aus, weil irgendwas passiert ist vor 9 Jahren. Oder vor 2009. Und, und alle so, warum flippt ihr aus? Das hat nicht noch mehr Relevanz. Aber Klick generieren. Weil die brauchen die Klicks bei YouTube. Und darauf flippen die Kinder momentan ab. Weil YouTube ist nicht mehr eine geile Scheiß. Und also ich sag so, jedes Monopol, jede große Kulturkreis, irgendwie, wenn man es so nennen kann, von mir aus, oder jeder großer Blob an Gesellschaft, bleibt eine Zeit lang und irgendwann zerfällt er wieder. Während der Zerfallprozess nicht einsetzt, kann man nur dazu schauen und einfach drüber lachen, mehr oder weniger. Du kannst mir so quasi diesen komischen Affenringkampf mit Messern zuschauen, wie bei den Simpsons zum Beispiel. Die sollen sich zerfleischen, lass sie gewähren. Das Einzige, was man nicht machen darf, ist dann irgendwann sagen, dass man irgendwann aufgibt. Na, man macht einfach eiskalt weiter und lässt einfach den Rest liegen. Das ist der einzige Tipp, was ich nur jedem geben kann. Wenn du deine Schiene hast und die vertreten kannst mit allen möglichen Hintergründen und mit Fachwissen und mit Erkenntnis und mit allem, was dazugehört. Geh, du wirst nicht immer die besten Leute treffen, du wirst sicher interessante Leute treffen. Die kommen, die gehen. Ein paar gehen mit dir mit, vielleicht sogar mal. Eine Zeit lang, einige bleiben bis zum Ende bei dir. Du wirst sicher niemals einer von dir sein, der was, yeah, ich bin der nächste große Hero mit 15.000 Milliarden Abonnenten, aber wenigstens die, die was dann dir folgen nach einer gewissen Zeit, sind die, mit denen du auch reden kannst.
Was hilft dir, 5000 Klicks pro Minute bei einem Video zu kriegen und 80.000 Kommentare, wo alle nur irgendein Wort reinschreiben und dafür dann wieder 500 Klicks kriegen? Wem bringt das? Wer will das? Wer will das außer diejenigen, die was damit Geld verdienen? Wenn du nicht Geld verdienst damit, wenn du Geld verdienst, du, von mir aus ist dein Geschäft, du, was du nicht lassen kannst. Du musst damit Ja, leben. Du musst mit dir selbst kann leben. man keinem schlecht reden, Ja, wenn der damit Geld verdient und wenn du es dann nur soll das fürs, machen. wenn du es nur fürs Ego machst, dann muss ich sagen, dann hast du wirklich ein sehr kleines Ego. Okay? Lass ja niemals die Hosen runter, weil das schwarze Loch, was du in der Hose hast, das will ich nicht sehen. Das ist kein, das ist das, ey, das ist das, die Welt jenseits des Mikropenis. Niemals sollte diese Hose fallen gelassen werden, was der Jericho von mir aus. Okay. Ich glaube, damit schließen wir jetzt ab. Sollte man so langsam machen, ja, Ja, weil es hat ja also wirklich nichts mehr mit dem Thema davor gehabt. ich kling das auch auf einen separaten Clip aus. Also das hänge ich nicht da mal hinten dran. Wir machen einfach Ah, okay. Teil 3 mit Rest und Gequatsche und unseren Rant einfach nur. Das ist easy. Ah, okay. Einfach nur Ich weil. hatte eigentlich noch eine Aussage, die ich zu dem Thema Manga machen wollte, aber dann sind wir so abgeglitten. Ein anderes Mal dann. Und dann suche ich auch noch ein Ja. paar Leute mehr, dann sind wir wieder vielleicht zu viert oder zu fünf vielleicht wieder mal. Oder vielleicht findest du wieder mal jemanden, ist ja kein Problem. Also, oder Ja, ja. vielleicht machen wir wieder mal so ein Videoprojekt, was quasi, wo man sich gegenseitig auf Video aufzeichnet und hin und her schickt einmal. Wäre Ich auch mache interessant. Podcasts halt nicht so oft, weil ich halt auch noch andere Sachen mache. Ja, eben. Intensiver, sage ich mal. Im Moment kann ich es noch, deswegen nutze ich es noch. Wenn die Arbeitszeiten schlimmer werden, was irgendwann demnächst passiert, dann wird es auch bei mir einen Umschwung geben. Aber im Moment, solange ich es noch kann, solange Ja, ich ist Bock klar. drauf habe, mache ich das. Und ja, Podcasts sind halt so eine Sache. Du musst halt auch wirklich, die Leute, die müssen Zeit haben. Das ist das Schlimmste. Ja, was die Meine meisten lieben Freunde glauben. da draußen, ist es so schwer, teilweise einen Podcast zu organisieren. Das glaubt ihr gar Ja, nicht. das ist das Interessante, was die meisten, weil das ist nicht so quasi so, oh, ich mache einen Podcast. Ja, Bling, kommt mal mit. Ding, Podcast. auf einmal sind drei Leute da. Nee, ja. Sondern das heißt, Und es dauert auch oh, da kann keine. ich nicht. Und oh, da kann ich auch nicht. Sollen wir es Ja. wann anders machen? Ja, okay. Und dann wird es auf 3 Wochen verschoben. Ja, plus du musst erst einmal die Zeit finden, dass du eben eine Stunde oder 2 oder 3 Stunden drüber reden kannst. Wir reden jetzt schon drei Genau. Stunden oder so. Und Ja, wobei wir sind da sehr talentiert drin. Im sehr viel reden und sehr viel abschweifen. Das sind wir Könige. Muss Abschweifen, man. oh, wir schweifen so ab, wow, wir haben, wow, Ja, wow. meterlanges Abschweifen, huh, let's hang and swing. Das war ein Dreiviertelstunde Abschweif jetzt, oder? Ja, ungefähr, oh. Das war Das ist ein Rekord, das ist ein persönlicher Rekord. Da bin ich fast ein bisschen stolz auf mich, dann muss ich nenne ich das sagen. auch den Abschweif-Podcast. Ja, das ist gut, ja. Das kannst du ja öfter mal machen, so Sammlungen dann, wenn ihr ganz krass abschweift und du kannst es irgendwie so cutten, dann könnte man das als eigene Habe Reihe. ich schon. Eines davon habe ich auf meinem Parallelkanal in Bezug auf den letzten Pixel-Film mit Adam Sandarsch. Ach Gottchen, ach so, Ja, da habe ich. das weiß man ja gar nicht, wenn du Naja, das wie gesagt, ich mache ja keine betitelst. Werbung für meine Videos. Keiner bewirbt mich, ich habe keinen Sponsor. Tja, Ja, ich auch nicht. ja. Ich lebe trotzdem noch. Ne, ich brauche keine Sponsoren. Ich hure mich nicht aus für den schnöden Mammon. Genau. Außer für die Figur aus The Seven Deadly Sins, also nicht von der Serie, sondern von der Figurenreihe. Ja, für diesen Mammon würde ich mich ausruhen. Aber sowas von. Oh, ich will, dass das Ding endlich rauskommt. Das ist einfach, das ist Die mein Figuren sind ja schon raus, also. Ja, die Figuren. Es kommt bald, es soll ja ein Anime kommen. Der war ja eigentlich Ah. schon für Mai geplant oder so. Und Ja, jetzt der ist, man hört aber ist. immer noch nichts drüber. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Habe ich nicht lange nicht mehr gehört. Die Figuren sehe ich immer wieder, aber. Ja. Ich meine, jeder braucht mal so wie nennt man das nochmal? Ja, eigentlich findest du es toll, aber das ist sowas, wo man nicht in der Öffentlichkeit so jedem zeigen sollte. Ähm, wie, Naja. wie nennt man das? Schämen? Nein. Nein, 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 ich schäme mich ja so gesehen nicht dafür, aber man nennt es ja halt so nach dem Motto, dafür solltest du dich eigentlich schämen, weil du das magst. Guilty Pleasure, Dankeschön. Ja, Danke fürs ich Hirn. glaube nicht an Guilty Pleasure. Das ist, wenn dir etwas Nicht? gefällt, gefällt dir etwas. Wenn dir etwas nicht gefällt, gefällt dir etwas nicht. Ich mag aber Aber die das ist natürlich. Bezeichnung. Ich mag aber die Ja, aber Bezeichnung. Da habe ich so ein paar Sachen, die ich sehr schön einkategorieren kann für mich so. Aber ich mag es trotzdem, ich gebe es gerne zu. So Sachen wie, ja, ich freue mich drauf. Egal, scheiß drauf. Wieder viel zu krass abgeschwommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Leute, die echt so lang zugehört haben, die es unter sich ein bisschen was rausgeschnappt haben und vor allem
vielleicht den einen oder anderen Manga vielleicht schmackhaft gemacht habe. Das ist bei mir vor allem sehr wichtig. Wenn ich euch irgendeinen Manga schmackhaft gemacht habe, dann ist es für mich Lohn genug. Ja, stimmt. Aber da dieses Video wahrscheinlich, diese Podcast-Sektion wahrscheinlich von jedem separat gesehen wird, davor gab es zwei andere Teile, wo wir über Mangas geredet haben. Ach, Nur scheiße, als stimmt. Info. Ach, scheiße. Gab es vorher noch zwei andere, wo wir über Mangas geredet haben. Weil die meisten, die das Ding jetzt gerade sehen, haben die anderen beiden Teile noch nicht gesehen wahrscheinlich. Davon habe ich immer einige, die nicht wissen, was es von Teil 1 auch in Teil 2 geben kann. Ja, genau, richtig. Du Immer sehr wichtig zu erwähnen. Also geht zu den musst es anderen Sachen irgendwie. davor. Davor gibt es zwei Teile, die noch mit Manga zu tun haben. Das hier Genau. ist das Abschweif, der Abschweif-Podcast. Wir schweifen durch das Universum, okay? Das Universum. Wir machen so Ja, dann musst Fast-Cape. du irgendwie noch für den für den Nicht-Abschweif-Podcast noch ein Ende finden, oder? Showing. Showing. Einmal nach rechts, einmal nach links. Danke sehr. Wir haben kein Ende, wir haben Ach so. nur sehr lange abgeschweift. Okay. Du weißt ja, wer mehr als dreimal abschüttelt. Okay, ich gehe jetzt. Okay. Jetzt ist dieser Moment erreicht, wo ich Wir selber gehen, schüttel. wir So. entfernen uns. Also dann einen schönen Abend noch oder guten Genau. Morgen, guten Tag und gute Nacht, falls ihr es irgendwann im Laufe der nächsten Zeit seht. Falls nicht, selbst schuld. Genau. Alles klar. Danke, dass ich dabei gewesen sein durfte, tun können. Ja, beim nächsten Mal vielleicht mit ein paar mehr Leuten. Wie gesagt, es war eigentlich nicht geplant, dass mehr Leute auftauchen. Und ich habe da eigentlich nicht drauf gedacht, dass noch mehr Leute sein könnten. Aber wie gesagt, in Sachen Manga ist ja eher nur die Fachkraft zu fragen. Und da kenne ich nur leider noch momentan nur dich. Also. Ich kenne leider auch nicht allzu viele. Also jetzt auch allgemein Leute, die gerne über Manga reden. Es geht halt wirklich, die meisten abonnierten Kanäle sind halt auch einfach wirklich auch in YouTube-Anime-Kanäle. Ja, Ist halt so. ja. Auf jeden Fall, dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal. Vielleicht das nächste Mal auch wieder mit Bild. Wer weiß, vielleicht kaufe ich wieder mal was ein und kann es in die Kamera halten. Ha, ha, ha. Tschüss. Okay, ciao und danke für die Geduld. Yeah.